Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rainbow Six Siege. Ich spiele zusammen mit dem Bene eine Runde lockeres Team das Match bereich sichern auf der Herford Basis. Basis. Und the Base. Diese Base. Basil, Herford schmeckt wie Ach nein, verdammt, warte, ich muss ja. Ich müsste Tachanka spielen und der ist jetzt weg. Hä, jetzt nicht mehr? Nein! Tachanka, niemand hat Tachanka, wieso ist der weg? Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Oder, ich weiß nicht, da war so ein Schloss dran. Hast du ihn vielleicht gar nicht freigeschaltet? Doch, ich meine schon. Ich weiß zwar gerade nicht, welcher mir sonst jetzt fehlt, aber. Ich meine, das wäre natürlich jetzt echt richtig heldenmäßig. Hey, ich habe eine Drohne angesprungen. 10 Sekunden. Im Einsatzbereich. Nicht schießen. Nur noch 5 Sekunden. Denk an Rüstung. Hab ich schon. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich habe keine Ahnung, was ich mit meinem Strom machen soll. Das ist halt Hände unter Strom? Keine Ahnung. Wieso denn die? Weiß ich nicht. Die hier? Neben der Tür? Ich weiß es doch. Da ist was aufgegangen. Gerät wurde aktiviert. Was ist denn da los? Mich hat irgendwas getroffen. Dann versteck dich. Hier ist ein Fenster aufgedingst worden. Bleib einfach mal hier liegen, chill eine Runde. Immer die beste Taktik. Außer als Angreifer. Wow! Oh? Wenn ich Glück hab, spaziert hier jetzt einfach jemand rein. Oha. Komm rein jetzt. Komm rein. Ernsthaft? Hä? Huh? Keine Ahnung, der schießt auf mich. Das ist nicht so cool. Nicht sterben. Ich höre hier immer noch einen. Ach man, ich sitze hier auch an so einer total eine Holzwand. I don't like that. Hmm. Da ist einer über mir. Oh, irgendwo läuft einer durch meinen Draht. Oder an der Wand. Oder so. Ach nee, oh, toll, das war eine Drohne. Eieieiei. Ach, hier hat ein, er versucht, eine Drohne durchzuschicken. Oh ja, jetzt kommt eine EMP-Granate. Hier ist einer an der Tür. Das war der erste Kill so Runde. Hm. Wow. War aber auch anstrengender Kampf, ey. Hä? Was war das? Ich glaube, da hat jemand von meiner Seite aus da irgendwie reingeschossen. Oh, ja. Treppen aus. Ah, das sind zwei! Verdammt! Mist, ich. Da. Ah, dieser Moment, in dem man noch nicht loskriechen kann. Der großen Treppe kam zu. Ach, shit! Mission gescheitert. Eigener Trupp. Wo war der?
Also beim, der mich erledigt hatte, war oben auf dem Podest, einer war unten schon. Ja, okay, die waren... Na. Okay. Dann halt... als Angreifer. Oh, wir haben noch 4 Gegner. Das ist gut. Das ist nicht verkehrt. Es erhöht unsere Schulden, Chancen. Unsere Chancen ein wenig. So, ich nehme mal direkt die Treppe nach oben. Ich habe ein Loch gefunden. Ich fahre nach unten. Ganz oben ist. Nicht so klar. Ich im Keller bin, ist die oben. Hyperkiller. Ach, okay. Naja, ganz oben war es ja schon näher dran als ich im Keller. Immerhin ist die Basis nicht groß. Hallo. Ach, shit. Gefahrgutbehälter und diesen sichern. Vergessen mich umzudrehen. Ja, ich hab gedacht, ich könnte durch den Nebenraum da rein, aber da war nix. Gar nix. Hüpf, hüpf, hüpf. Ziele entdeckt. No. Oh. Ich habe eine Zugangssperre an ein Fenster deaktiviert. Da ist C4 dran. Vielleicht merken sie das hier nicht. Wo, weißt du, dass da C4 dran ist? Ich hab den Dings gesehen. Zugangssperre zerstört. Achso, stimmt, man kann ja diese Haken sehen. Das terrorisiere ich sie. Überall mache ich ein Loch in. Wow! Was passiert da? Wie hat der das hier jetzt mitgekriegt? Also, ich lebe noch, aber ich habe eine Matte an die Tür geklebt und auf einmal ans Fenster geklebt und auf einmal ist das Fenster Schutt und Asche. Shit. Shit. Ach, geschossen wie so ein... Weiß nicht, ey. Elch. Der ist auch eine Zugangssperre. Wobei, der hatte eine Shotgun. Ich weiß nicht, warum der 3 oder 4 Schuss dafür gebraucht hat. Uiuiuiuiui. Der hat gar keine Waffe in der Hand. Der tut nur so. Was ist das für ein Fehler? Für dich brauche ich keine Waffe. Geil, 2 dumme Eingedanke. Ich schieße ein Loch unter also in den unteren Bereich der Tür, lege mich auf den Boden, kriech drauf zu, auf der anderen Seite kriecht mir ein Gegner entgegen. Ich war schneller. Wie lustig das ist. Er hält kein Gewehr in der Hand, aber macht alle Bewegungen so. Auch das Nachladen und Zielen. Cool. Ein Gegner verbleibt. Geil. Ich hab's gar nicht gesehen. Verdammt. Kriegst du ja jetzt. Ah. Oh. Erste und da, ach ja, irgendwie so. 3 Leute jetzt erwischt auf diesem Weg. Einen unter der Tür her und dann... Bah, schön. Ich habe Taranka echt nicht freigeschaltet? Der einzige Operator, der mir noch fehlt? Ausgerechnet den brauche ich für das scheiß Ding. Na egal, dann mache ich das irgendwann mal. Vielleicht hole ich mir den gleich. Müsste ja gleich genug Punkte haben. Ach geil. Vor allem habe ich mir vorhin noch einen Operator geholt, statt dass ich mir den hole, den ich für das Ding kaufe. Ah, Held. Super. Das war jetzt aufbauend, dass ich auch mal wieder ein paar Kills mache und ein bisschen Glück habe, dass die alle in eine andere Richtung gucken. Schön. Zeit für einen wirklichen Schuss. Jetzt Sicherheitsabstand
Oh, Rüstung aufheben. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrbehälter lokalisiert. 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrbehälter lokalisiert. Schönes Loch. Ja, ich glaube, ich setze das Schild unter Strom, das ist cooler. Oh, Fenster. Ist ein Loch drin. Ja, die haben von unten erstmal alles kaputt geschossen. Aber wir sitzen. Ich muss woanders hin. Wir sitzen ja alle in einem Raum. Macht dir das Angst? Mhm. Was? Hier liegt jemand auf dem Boden. Ja, hilf ihm. Gibt kein anderer. Ich mach schon. Aber wahrscheinlich sterbe ich dabei. Kacke! Jetzt, ja. Ich habe ihm hochgeholfen, bin in Deckung und er wurde erschossen. Ey! Blöde Sau. Der kommt am Fenster dann noch vorbei, um nochmal zu gucken, ob der auch wirklich tot ist. Und kurz bevor ich ihn erledigt habe, geht er aus der Schusslinie. Aber ich habe ihn. Ich habe ihn verfolgt und getötet. Ich schieße nur aus Spaß. Ich stelle mich zwischen die Pappkameraden, vielleicht falle ich nicht auf. Ich glaube nicht, dass hier noch einer kommt. Hm. Oh, fuck! Wo ist? Ich bin, also da, wo meine Leiche liegt, da ist ein Treppenhaus und der war unten auf der Etage ganz am anderen Ende und hat auf mich gewartet. Direkt weggelaufen danach. Achso. Ah, krass, der hat einfach den Flur runter zur Treppe gesnipert, quasi, und dann. Oh, die meisten Kameras sind kaputt. Oh, ich dachte gerade, da wäre einer hinter dir, ey. Hab erst ihn gesehen und dann kam der Name. Ja, ich behalte die Ecke über euch dann quasi im Auge. Ich sagen, ob sie durch eine Tür kommen. Langweilig. Okay, Hyperkill hat jemand. Ich glaube. Also an der Treppe. Und ich glaube, hier. Kommt jemand durch den Raum. Also quasi. In die Richtung, in die du jetzt guckst. Nein, nicht. Ach, was weiß ich. Da, wo die Kamera halt war. Ja, da ist einer. Hier, warte. Mann. Ja, genau, geradeaus durch quasi. Und auf der Treppe ist noch einer. Oder am Fenster auf der Treppe. Mann, der schießt durch das verdammte Fenster auf die Kamera. Ja, okay, den habe ich markiert. Ach! Scheiße, ja, den meinte ich. Also das war der andere, den ich meinte. Den konnte ich nicht markieren, vorhin guckte nur sein Gewehr durch die Tür. Ja, und jetzt hat der Typ, der von draußen rein snipert, mich auch. Ach, verdammt. Ach Mann, das... Warum bleibe ich auch nicht einfach auf meinem Platz sitzen? Naja, aber das kriegen die ja wohl gebacken. Na, wenn der jetzt nicht von dieser Tür wegguckt... Schön weiter reingucken. Nein, guck dahin. Genau da. Nein, dahin. Nein. Da ist doch der andere Typ. Ist doch egal. Nein, nee. Oh Gott. Guck zur Tür. Da! Wow, oh no. Oh Mann. Oh. Ich sag doch, guck dahin. Ah. Oh. Ich hab ihn noch weglaufen. Oh. Wow. Letzter verbleibender Gegner. Nein! Oh Mann, was macht denn der? Versteck dich! Ah! Oh Gott! Wie lebensmüde ist der denn? Jo, ich hab noch 3 Schuss im Magazin, das reicht. Vor allem so auf Verdacht, woher wusste der das? Keine Ahnung, ey. Boah. Ja, dass ich den da markiert hatte. Hab ich jetzt aber kurz ein bisschen Herzrasen bekommen. Hey, jemand hat mir Twitch geklaut. Ach, nämlich mit Ash. Ach, da habe ich noch kein Visier dran. Dann nehme ich das. Boing. Hier so. Ach, der Mensch. Piu. Hyperkiller. Ja gut, Hyperkiller darf auch Twitch nehmen. Der hat gerade gut Kills gemacht.
Nicht so viele wie ich, jetzt auch. Wobei wir auch immer bedenken müssen, dass sie nur zu viert sind, ne? Ja, stimmt. Na, ich sag ja, es erhebt. Ach man, ich sollte einfach nicht sprechen. Es steigert unsere Chancen in einen annehmbaren Bereich, quasi. So. Ich bin auch durch ein Loch in der Wand gefahren und hab direkt einen Störsender gehört. Mist. Ich bin anscheinend von einem Störsender in den nächsten gesprungen. Ja. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, umdrehen! Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Ja, sonst sehen die ja das Leuchten. Ah, clever. Clever, 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 clever. Das war ich. Einfach mal so aus Jux Fenster zerschossen. Eigentlich hoch? Da könnte ich ja ein bisschen reinsnipern. Aber das war anscheinend nicht. Doch! Ah, mit dem Seil. Perfekt. Oh, hoffentlich erwischen sie mich dabei nicht. Okay, aber da bringt es nichts rein zu snipern. Da ist ein Baum. Das ist doof. Schade. Ich hatte schon Hoffnung. Ich habe auch ein bisschen vergessen, dass ich nur zwei von diesen Durchbruchs geschossen habe. Ich komme mal zu dir. Uah. Verletzungsassist? Habe ich vorhin mit meinem Durchbruchsgeschoss jemanden angeschossen? Okay, da unten war eine Feind draußen. Keine Ahnung. Ich glaube hier oben auch irgendwo. Also ich hatte hier Schritte gehört, aber... Rechts! Der hat den Herzschlagsensor in der Hand. Okay, nur noch zwei Leute. Das wird jetzt easy. Okay, und... Wie geil, ey. Hier kommt ja mit dem Herzschlagsensor um die Ecke. Was ist hier los? Wird? Aua! Oh, ach man, rechts in dem Raum. Hab ihn. Nix! Scheiße! Oh nein. Oh, wow. Ich hab's nicht gesehen. Ah, jetzt seh ich. Oder? Wow, ey. Nice. Oh, wow, 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 wow. Geil. So, jetzt brauche ich aber auch eine Pause. Oh, mein Herzschlag, der muss ich erstmal wieder beruhigen. Oh, das war schön. Das war richtig schön. Puh. Ja, ich hoffe, ihr wurdet auch unterhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.